Ich hab den nackig ausgezogen. Hier müssen wir also hin. Okay. Okay. Nein. Gefällt mir nicht. Hier hoch. Hier hinten, oder? Ich glaube schon lange keinen Funkspruch mehr. Es sieht halt cool aus. So, hier ist, naja, muss ich mir wieder auf OBS schauen, ob da, hier sehe ich, auf OBS sehe ich mehr, ja, erheblich. Boah, Mann. Alle sind wertvoll. Haben einfach darauf gewartet. Alles zu, okay. Das habe ich mir gedacht. Oh Mann. Atmosphäre. Ah! Hab's doch gewusst.
Ich meine, hier gibt es anscheinend viel Loot, okay, ja, aber ich will hier trotzdem nicht sein, wenn es geht, bitte. Ich weiß nicht, ob man die mal ausrüsten muss, die Waffen, aber schon passen. Okay, also wir hatten volle Dinger und das wurde jetzt automatisch umgewandelt. Alles klar. So scheint es also auch bei der Munition zu funktionieren. Immerhin bin ich hier geschützt von diesen Dingern hier. Nein. Was war jetzt? Was ist hier? Nicht gut, nicht gut! Raus hier, raus hier! Hauptsache er hat die Waffen mit. Die Armen. Aktion, Aktion! Bitte kommen! Dein Signal wird schwächer! Das Terminal besteht aus Unmengen Stahl und Beton. Dadurch wird dein Signal abgeschirmt. Was zum? Der hat sich halt gerade voll Matrix-Style geduckt. Okay, geht's runter. Warum? Warum sollte ich hier runter wollen? Warum sollte ich da runter wollen? Nur wegen dem Ding? Oh Gott, ich fühle mich hier nicht wohl. Gerade stütze ich ab. Okay, hier geht's weiter hoch. Hier geht's auch weiter hoch. Was ist denn jetzt richtig? Ich hoffe, es gibt irgendwann einen Mod für hellere Taschen. Oder halt dieser Nachtsicht. Oh, der wäre so cool. Oof.
wäre zu viele gewesen. Okay, da war noch ein bisschen was. So, dann noch nachladen. Und aufpumpen. Die halten verdammt viel aus. Okay, haben wir alle. Also einer ist sicher noch da, den habe ich jetzt erst gesehen. Metall ist hier mal nicht mehr. Doch, wäre noch gewesen. Da auch noch. Aber wieso sind hier eigentlich so viele Leute? Das war, glaube ich, der übrige. Hier nicht, hier ist nichts mehr, gell? Nein. Ich schlag gerade doch raus. Nein? Okay. Getäuscht. Ach so, okay. Ich dachte gerade, das ist, wo will er denn rein? War es das jetzt wirklich wert? Jetzt kommen diese roten Dinge auch noch. Wurfmesser sind schon gut. Da sind Miserable. Bitte kommen! Verdammt! Ende! Was wollen die denn von mir? Mir geht's so gut. Immer
noch kein Empfang. Ich kriege keinen Kontakt. Ich weiß nicht, was sie von mir wollen. Ich mache meinen Job hier. Da runter zu gehen. Ist mir egal, ist mir einfach egal. So. Okay, da hoch. Ich dachte schon. Ich dachte schon, wie soll ich da jetzt. Wieso sind da jetzt so viele? Ah, die waren ja nur wegen dem Drama-Effekt gerade. Oh, die haben sich aber schon ordentlich verteilen können. Hier. Ich habe hier einen verloren. Wow! Ich habe hier wieder einen verloren. Ja, oh Mann, da kommen noch mehr. Okay, ist jetzt genug? War's das? Habe ich jetzt Ruhe? Sehr geil. So. Danke vielmals.
Ah ja. Sauerwischen bringt irgendwie momentan noch gar nichts. Eine Minute. Moment. Die haben ja ein bisschen Muni ja dabei gehabt. Okay, hier geht es nicht weiter. Ja, wichtig. Wo ist denn jetzt das Drehdings zum Drehen? Ah, da den Filter. Egal. Kommen wir doch bestimmt wieder im Wasser. Okay. Oh, ich dachte wieder. Okay, okay. Mahlzeit. Oh, das ist aber nett. Alter, wie viel Arbeit hier in diesem Level steckt eigentlich? Ja! Bitte komm, Atjom! Atjom! Hab's gleich geschafft! Atjom, alles klar? Antworte! Na, ich rede doch nicht, das müsst ihr doch wissen. Oh. Ah, nein, komm. Ich erspare denen das da. So. Und so weit geschafft. Hätten auch fliegen können eigentlich. Das Tor wäre ja doch da drüben. Ich zeig noch dahin. Also eigentlich müsste ich in die Richtung dann zeigen. Wäre doch da drüben. Was ist das? Alles klar. Das hat keiner gehört. Ah ja, das ist dann dieses Ding, die... Cool. Fahren wir gleich damit, keine Sorge. Wir müssen erstmal ja das Tor aufmachen. Kann ich da klingeln? Nein. Okay, und was ist hier?
bin ich denn hier? Oh Mann, hier liegen lauter Leichen. Immerhin wurden sie begraben. Also, naja, ihr wisst, was ich meine. Immerhin liegen sie in einem Sarg. Somit hat sich doch jemand ein bisschen um die Toten gekümmert. Das Problem ist, wenn man auf den Metalldetektor schaut, dann übersieht man wahrscheinlich in der Spielwelt Sachen. Wenn man in der Spielwelt etwas schaut, übersieht man etwas, was der Metalldetektor vielleicht sagt. Akustisch wäre dann nicht schlecht gewesen, aber wir müssen ja primitiv leben. Also ein bisschen primitiv zumindest. Okay, wir haben hier alles. Passt. Noch was? Ja, nice, wir haben alles, oder? Metalldetektor sagt auch nichts mehr. Den haben wir auch schon gelootet. Dann machen wir mal auf. Entschuldigung. Noch und dann ab in die Draisine. Ohr juckt. Mhm. Oh, coole Sticker. Cool. Miep, miep. Ich rede doch hin, irgendwas. Das Terminal hat ein Signal abgeschnitten. Wir konnten dich so lange nicht erreichen. Ich bin ja so erleichtert, Achtung. Sei doch still, Papa. Achtung hat da nun wirklich nichts gefaulen. Gut, dass ich die Weiche nicht stelle. Hast du die Motordraisine? Ja. Ich kann ihren Motor hören. Gut gemacht! Jetzt solltest du dich zum Depot begeben. Pass aber gut auf! Dort gibt es ein paar zwielichtige Gestalten. Ziemlich viele sogar. Ja, habe ich schon erledigt. Naja, falls es Probleme gibt, weißt du ja, was zu tun ist. Alles so richtig? Ich glaube, das ist so richtig, oder? Ich gebe nochmal Vollgas. Funktioniert. Hehe. Da haben wir ja alle schon gelootet und leer geräumt. Achtung! Habe ich das jetzt? Ist das jetzt drauf?
Ist es drauf? Juhu! Hihi. Na dann, weiter geht's! Ist es ein Gebiss? Schön hier. Was war jetzt? Na geil, wir haben es geschafft. Puh. Das war ein langer Aufenthalt hier. Also gefühlt lange, weil ich immer wieder die Pausen gemacht habe. Anscheinend schon. Was war jetzt? Lass mich in Ruhe. Dass sie noch Benzin hat? Archer, wir können dich sehen. Gut gemacht. Und jetzt nimm mal das Licht. Der Konvoi ist eingetroffen. Okay. Puh. Guten Tag, habt ihr mich vermisst? Mit Volldampf. Wie wird das sich freuen? Schon beim Störsender war mir klar, dass du was drauf hast. Oh, was für ein Prachtstück. Oh, man kann sehen, dass sie ordentlich gepflegt wurde. Im Gegensatz zu meinem armen alten Mädchen. Wie schnell sie auf gerader Strecke wohl fährt, das muss ich Crest unbedingt fragen. Obwohl, gibt es nach all dieser Zerstörung überhaupt noch eine gerade Strecke? Dieser Crest ist ein ausgekochtes Schlitzohr, wenn er mit diesem kleinen Ding solch eine Reise unternimmt. Ah, okay, passt. Ich hab dein Teddy. Teddy? Teddy! Bist du wirklich wieder da? Du bist mein Held, Teddy! Was ist mit Mama, mir? Teddy ist wieder da! Was sagt man da? Oh, vielen Dank, Onkel Archon. Dankeschön! Bitte! Archon, komm mal hier hoch! Ich muss etwas mit dir besprechen! Hallo, Archon. Hallo! Ich mag dich. Du bist wieder zurück. Das war großartig. Danke sehr. Der Plan sieht so aus. Deine Gruppe erobert das Schleppschiff und dann bringst du es mit Duke und Crest zur Brücke. Während Crest die Wachen ablenkt, dringst du mit Duke in die Steuerzentrale ganz oben ein und ihr lasst die Brücke herab. Auf dein Zeichen hin werden wir das Tor rammen, euch einsammeln und ich bete zu Gott, dass es funktioniert. Ich kann dich und Duke nicht direkt unterstützen. Laut unseren Informationen wird das Tor von der Hauptstreitkraft des Feindes bewacht. Eine Sache noch, Archon. Pass auf Duke auf, ja? Er ist ein guter Späher, aber geht leider oft unnötige Risiken ein. Klar, er ist jung, aber wenn er so weitermacht, wer weiß, was noch passiert. Also sei ihm ein gutes Beispiel und erledige das heimlich und leise. Du bist sein Vorbild.
Und als solches solltest du daran denken, dass du zur Sondereinheit gehörst, nicht zu den Panzerjägern. Hm. Viel Glück, Artyom. Okay. Willkommen zurück, Ranger. Ja, offenbar habe ich mir unnötig Sorgen gemacht. Er ist nett. Liegt wohl am Alter. Naja, wir haben uns alle Sorgen gemacht. Ja, aber Anna hat es auf die Spitze getrieben. Ja, natürlich. Schau mal, Artyom. Ich habe eine Verbesserung für dein TH fertig. Probier sie einfach mal aus. Zum Montieren kannst du gerne die Werkbank nutzen. Erweiterte Version der Sonne, die bis zu 27 Stahlkugeln oder 9 Hülsen fassen kann. Geil. Reinigen. Wir haben auch viel. Da haben wir alles. Da haben wir auch das, was, normal, also was wir noch immer haben. Okay. Das ist jetzt der A-Shot. Pistole wird mit Massen produziert. Okay. So, man sieht, der primitive MP an den Schuhe überhützt und blockiert jedoch schnell. Daher der Name der Waffe. Bastard. Revolver, Kalaschnikow. Bleiben wir bei dem Boot, was wir jetzt alles haben. Hier stellen wir noch zweimal die her. Da tun wir aufrüsten. Das tun wir aufrüsten. Perfekt. Da müssen wir auch ein bisschen aufrüsten. Hier noch eins. Da haben wir überall 5, das passt. Die tun wir noch reparieren. Sonst haben wir hier alles. Nice. Wir wollen nochmal. In meiner Werkbank kannst du deine Waffen auswechseln. Und? Bist du bereit für den letzten? Wo hast du die denn her? Gott verdammt, ist die cool. Vielen Dank, Mann. Ich bin hin und weg. Das wird mir irgendwann einmal noch zugute gehen. Wird schon irgendwann einmal. Danke sehr. Vielen Dank. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viel uns das bedeutet. Danke. Spiel jetzt? Das ist unser Waggon von vor über einem Jahr, verstehst du? So viel ist geschehen. Das war's? Mehr kannst du nicht? Artyom, das Team hat den Umweg zum Hafen genommen. Aber du kannst schneller dorthin. Da ist dein Boot. Du könntest auch die Seilrutsche vom Banditenturm ausnehmen. Also, Artyom, Hals- und Beinbruch. Mhm. Viel Glück. Am Hafen und auf der Brücke. Jo, danke. Okay, gut. Ich werde kurz Aufnahmestopp machen. Ich glaube, ich werde halt eh noch aufnehmen, aber muss ich kurz aufs WC und trinken nachfüllen und essen nochmal. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge oder gleich wieder, je nachdem, wie ich schneiden werde. Und denkt dran, ich freue mich natürlich, wenn ihr alle dabei seid und immer wieder die Geduld aufbringt, bei mir das Let's Play anzusehen. Würde mich aber auch sehr freuen, ein Lebenszeichen von euch zu hören, in Form von Kommentaren oder Likes. Dann weiß ich zumindest, dass es euch gibt und dass ihr nicht nur Bots seid, so wie die 5 Millionen anderen Leute. Wollen wir nicht politisch werden. Auf jeden Fall Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Euer Graphic Era. Tschüss.